Die Tenniswelt ist erneut überrascht, nachdem sie im Juni 2023 ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten, haben sich die Tennisstars Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa nun getrennt. Die Spanierin verkündete die Neuigkeit auf Instagram und damit endet eine kurze, aber intensive Zeit als Vorzeigepaar des Tenniszirkus. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Die Nachricht von der Trennung der Tennisprofis Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa schockierte viele Fans. In einem Statement, das Paula Badosa am 5. Mai auf ihrer Instagram-Story veröffentlichte, erklärte sie, dass sie und Tsitsipas nach reiflicher Überlegung beschlossen haben, sich einvernehmlich zu trennen. Trotz vieler schöner Momente und gemeinsamer Erlebnisse haben sie sich entschieden, nun getrennte Wege zu gehen, jedoch als Freunde mit großem gegenseitigem Respekt. Tsitsipas hat bisher noch kein Statement zu der Trennung abgegeben. Das Paar hatte im Juni 2023 öffentlich gemacht, dass sie ein Paar sind und galt als Vorzeigepaar der Tennisszene. Tsitsipas verriet in einem Interview, dass er von Badosa bereits viel früher beeindruckt war, als er sie zum ersten Mal im Fernsehen bei den Australian Open 2020 sah. Er beschrieb sie als eine Person, deren Energie er mochte, ohne sie jemals getroffen zu haben. Die beiden Tennisstars betonten damals, dass sie nicht nur ein Paar, sondern auch Seelenverwandte seien. Obwohl es während ihrer Beziehung Gerüchte über eine Trennung gab, zeigten sich Tsitsipas und Badosa oft gemeinsam bei Turnieren. Nun ist die Trennung jedoch offiziell und die Tenniswelt nimmt Abschied von einem vielversprechenden Tennisduo. Und jetzt gib mir mein Futter oder ich besuche dich um 3 Uhr nachts und schaue dich böse an. Und lass mir ein Abo da.